Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun Express 2, die vergessene Epoche. Letztes Mal haben wir hier Akafubo geholfen, seine Zeremonie durchzuführen und jetzt hoffen wir, er gibt uns den schwarzen Wald zurück. Sehen wir mal, was passiert. Ich habe Oseias Anweisungen befolgt und die letzte Kammer betreten. Er sagte, wenn ich diese Kammer erreichen würde, wäre ich der neue Medizinmann der Kibongos. Aber was muss ich hier tun, um Medizinmann zu werden? Ich weiß es nicht. Ein schwarzer Ball ruht in den Händen der Statue vor dir. Geh und nimm ihn. Okay. Oh, junger Medizinmann, du hast all deine Prüfungen bestanden. Du hast diese Kammer gefunden. Wer spricht da? Danke wie die Statue des großen... Es klang wie die Statue des großen Kobonga. Das ist lächerlich. Akafubo, deine Magie ist stark. Akafubo, deine Magie ist stark geworden. Nun bist du des Titels eines Medizinmannes würdig. Ich überreiche dir die Federn und die Robe, die Insignien deiner hohen Würde. Akafubo, von diesem Tag an sollst du der neue Medizinmann der Kibongos sein. Ich hab's geschafft. Endlich habe ich mir den Titel des Medizinmanns verdient. Endlich. Ja. Eigentlich bleibt noch, was ich an dich weitergeben muss. Akafubo, du hast dich nah. Ich muss dir noch etwas geben. Dann deinem Übermut bist du nun schon fortgelaufen. Sag, ihr da. Ja, ihr da so verdutzt in die Runden blickt. Sollte Akafubo einen Zauber gewähren. Ein Zauber, den er schon bald brauchen wird. Aber er hat das noch nicht bereit für ihn. Daher habe ich beschlossen, dass ich diesen Zauber noch jemandem übergeben werde. Überbringt Akafubo diese Nachricht. Wenn es ihn nach diesem Zauber verlangt, dann muss er es sich selbst verdienen. Wenn Akafubo seine magische Fertigkeit nicht verfeinern, wird er diese Kraft niemals sein eigen nennen können. Diese Kraft wird sich nicht manifestieren, solange er sein Leben nur für sich selbst lebt. Stattdessen sollte er sein Leben in den Dienst der anderen stellen. Sagt ihm dies. Ich nehme an, dass du dies... Mann, ich kann Grains Stimme echt nicht mehr. Wie habe ich hier früher gemacht? Ich weiß es nicht. Das will ich vielleicht in die Ad Pass ansehen. Ich nehme an, dass du nicht vielleicht uns diesen Zauber geben würdest. Was sagst du da? Ich frage nur, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass wir uns diesen Zauber verdienen, bevor Akafubo es gelingt. Diese Kraft darf von jedem beansprucht werden. Jedoch nur, wenn es Akafubo an der Entschlossenheit mangelt, sie für sich zu verlangen. Aha, dann ist es also möglich. Vielleicht nimmt er sein Amt etwas wichtiger, wenn er für diese Kraft in Wettstreit treten muss. Doch bevor dies alles geschehen mag, müsst ihr meine Botschaft Akafubo überbringen. Oh, aber natürlich, wir werden nicht im Traum dran denken, ihn zu hintergehen. Wir werden ihnen alles berichten, was wir von dir gehört haben. Folgt diesem Pfad und ihr gelangt in eine Kaverne. Doch jetzt werde ich schlafen. Bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich einen neuen Medizinmann salben muss. Okay. Felix, geh und hol Arons wertvollen Ball. Okay. Dunkelkristall. Okay. Felix, hast du eine Vorstellung, was dieser große Kobonga in Wahrheit ist? Ja. Wenn du entwidern konntest, was ich nicht geschafft habe, bist du vielleicht der größere Gelehrte von uns beiden. Aber
Aber war die Magie dieses Medizinmanns eigentlich von Ziemegie nicht unähnlich? Wäre es nicht von Vorteil, wenn wir uns diese Fähigkeit aneignen könnten? Ja, du hast recht. Oh, es hat ja nicht gerade lang gedauert, dich zu überzeugen, Felix. Ich muss dich sicher nicht dran erinnern, aber wir werden jeden von der Ziemegie brauchen, deren wir habhaft werden können, um unsere Suche zu Ende zu bringen. So oder so, Felix, ist es auf jeden Fall unsere Pflicht, Kobongos Botschaft zu überbringen. Wir müssen unsere Versprechen Kobongo gegenüber halten. Ja, ich hab's kapiert. Dann können wir vielleicht später hierher zurückkehren, um uns den Zauber zu holen. Felix überbrachte Kobongas Botschaft an Akafubo. Als Felix seiner Geschichte ein Ende fand, war der Morgen bereits angebrochen. Gut, nun, ich glaube, das wär's dann wohl. Ihr seid tugendhafte Leute, dass ihr diese Botschaft überbracht habt. Mein Sohn und ich sind euch da sehr dankbar. Wo ist der Vater? Wofür sollten wir dankbar sein? Wenn sie mich aufgehalten hätten, als ich den großen Kobongo verlassen habe, wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Was, wenn du mehr Interesse für deine Pflichten aufbringen würdest? Wärst du nicht so schnell verschwunden? Aber Vater, diese Leute versuchen die Magie unseres Volkes zu stehlen. Sie sollten mein sein. Mein, sage ich dir, diese Kraft gehört nur mir. Ich werde die Magie des großen Kobangas bekommen. Du wirst schon sehen. Mein Sohn, du musst noch viel lernen. Er mag aussehen wie ein Mann. Er fällt ja sich wie ein Kind. Seht ihr, wie er sich benimmt, wie er sich aufregt. Egal was ich sage, er wird jetzt ohnehin nicht auf mich hören. Ich glaube, für heute hat er genug. Das verstehe ich. Nun dann, sollten wir jetzt wohl besser aufbrechen. Man hat unsere Reise gerade erst begonnen. Wir dürfen nicht länger untätig sein. Ja, ist ja gut. Ja, okay. Ja, okay. Was denkst du dir denn? Verdammt, warum habe ich den blöden Raum auch so schnell wieder verlassen? Blöder Akafubo. Er gibt mir den Gedanken zu, dass er dran schuld ist. Okay, gehen wir wieder. Aber erstmal schaut den das alte Schiff. Das kriegt Aaron zu sein. So, dann halten wir nicht. Okay, dann schauen wir hier noch mal kurz rein. Willkommen, ja. Okay. Ja, eine angenehme Nacht, ist okay. Ich möchte in diesen Laden. Lass mich hier rein. Halt, erst Artefakte. Roststab. No. Oh nein, nichts Besonderes. Nein. No. Hat mir schon. Was ist mit der Rüstung? Die Schutzstiefel gehen so langsam machen. No. Bestimmt nicht. Kettenhemd. Nein. Kettenkleider für Aaron vielleicht? Nein. No. Seidenrobe. Wofür? Achso, ja, das ist die Sache. No. Okay, gar nichts für uns. Komm, gehen wir noch kurz hier hoch. Müsste der Item-Shop sein, ja. Aber nichts, was ich jetzt holen müsste. Davon kaufen wir uns mal 6 Stück. So. Die könnte man vielleicht noch gebrauchen.
kann hier mal 500 KP. Was fast jeden Fall voll heilen würde. Boah, würde das mal ein bisschen länger KP heilen. Von daher ist das schon mal nicht schlecht. So, dann. Ja, wir können die Bongo vergessen. Ja, wir können was eine Abkürzung machen, das bringt uns auch nicht so viel. Hm, ich kann jetzt hier noch ein bisschen genauer umsehen. Halt mal direkt wieder rein. Okay. Okay, okay, okay. Es ist immer noch merkwürdig, dass wir hier die Cutscene mit der den Graben nicht ausgelöst haben, diesen einen Hinweis. Dass man hier graben muss, da vorne die Leiter ist. Aber anscheinend habe ich wirklich übersprungen einfach, weil ich das schon hatte. Hm, wusste ich auch nicht, dass das geht, aber okay. Ja, komm, wir gehen an dieses Haus und gehen hier mal den Leuten. Hier ist ja nach dem Ende des Regens halt suchen unsere Krieger innerhalb des Kontinents nach Schätzen. Vielleicht liegt der Leib aber im Verborgenen, ebenso wie die Schätze selbst. Ich weiß es nicht, jedenfalls kehren sie alle mit leeren Händen zurück. Wenn ihr nach Schätzen sucht, solltet ihr euch westlich des Flusses umsehen. Die felsigen Gipfel dort werden den bei der Leib des Kontinents genannt. Westlich, okay. Großvaters Schätze sollten dort verborgen sein. Großartige Schätze. Großvaters Schätze. Okay. Westlich. Ich muss gleich mal um. Hm, hier noch irgendwas. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, so da habe ich was gefunden. Was. Und zwar. Okay, Goldwan, ja, okay. Was habt ihr noch zu sagen? Goldwan wird die Macht der Kimongo-Krieger von vielen gefürchtet. Dabei wollen wir gar nicht gefürchtet sein. Jetzt hat Kimongo die Gelegenheit, seinen Ruf zu ändern. Okay. Erklären, dass es an der Zeit ist, die anderen Dörfer darüber zu informieren, dass Akafubu die Zeremonie beendet hat. Wir werden sicher glücklich darüber sein, dass wir keine Bedrohung mehr für sie sind. Halt. Wollt ihr noch hier? Finden. Hm. Na gut, gehen wir jetzt mal. Ne, wir gehen mal. Moment. Ich würde sagen, nein. Gut, das ist zu hören. Wir sollen zwar das Dorf beschützen, aber habe ich kirchlich gewissen wegen des Überfalls. Meine Krieger sind jetzt alle auf die Verpflegung. Das gesamte Dorf hängt allein von ihrem Jagdglück ab. Hm. So, was war das jetzt mit den Schätzen? Nicht mal jetzt hier wirklich westlich mal kurz um. Achso, was habe ich bekommen? Okay, keine Ahnung, vielleicht komme ich da noch gar nicht hin. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder in den Bergen von Kikombo. Ihr wisst, was ich meine. Die Berge von Kibongo. Die Berge von Kibongo. Wir sind in den Bergen von Kibongo. So. Mensch. Gut. Jetzt holen wir uns mal den Djinn, den wir davon gesehen haben. Mit Frost. Mal so einiges mal machen mit Frost. Hm. Ja, das stimmt. Ich werde wirklich einiges machen. Hm. Vielleicht tun wir das auch gleich. Boah, drei Elfen. Komm, die hauen wir um. Die hauen wir voll um, Mann. Mutter Erde. Cool. So. Dann Radiostrahl. Sturmblitz. Und Gletscher. Mal sehen, ob sie das überleben. Ich glaube nicht. Schaden machen zumindest. Kein Ziel. Nicht viel, kein Ziel. Was ist denn Deutsch? Und Mutter Erde. So, 1500 müssen wir jetzt bringen. Ja. Die wollte ich nicht entgehen, dass diese Erfahrungspunkte. Ja, Moment. Müssen wir kurz mal einen kleinen Tausch machen. Halt doch anmachen. Genau, Wachstum.
Okay, Moment. Dann können wir das zurücktauschen. Eben. Gut, komm mal her. Dem, 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 dem. Rack, noch rück. Oder? Ey. Echo. Da kann man wieder mit Jens drauf. Das funktioniert ja immer so gut. Dem, dem, dem. Machen wir wieder Guss. Vielleicht wird das wieder voll Überkill, aber... Okay. Sturmblitz, der macht Schaden. Ja, Überkill. Doch, er ist sick. Okay, schon. Aran ist so powerful. Dem, 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 dem. Wolke! Nein, Moment. Ja, ja, ja. Das macht die Wolke. Das heißt, ich geht gerade durch müde Düfte. So. KP steigt schön. Zimmergi steigt schön. Also, PP. Attack, ja. Verteidigung, ja. Und Geschwindigkeit, oh ja. Gefällt mir. Warte mal, was? Was macht jetzt? 465 KP, mehr Jenna. Okay. Hm. Und jetzt die meisten Zähne mit Abstand. Aber gut, Jenna hat ja auch erst 3 Gen. Ist ja kein Wunder, dass sie weniger KP als Cosma hat. Das kann man auch einfach hier lang. Warte mal, Moment. Moment. Ich glaube, das habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Wieso kann ich jetzt hier... Oh. Okay. Jetzt mal hätte ich ihn doch schon dahin. Nee. Ich würde es halt hier und hier gestürzt, ich nicht überspringen können. Okay. Whatever. Gehen wir einfach. Die Bongo immer noch wach. Ich weiß es nicht. Ich glaub fast schon ja. Hm. Herr Mief. Mundriese. Tschüss. Er ist down. Ich kann auch eine Abkürzung machen. Hm. Ja, das ist eine Abkürzung. Nein, ich kann jetzt einfach durch. Ich bin kein Bongo mehr. Ich hab hier einen Abgetreter. Hauen wir mal drauf. Boom, boom. Fuck. Kann ich einfach durchgehen? Hier. Ich will das einfach mal testen. Wie ist denn das hier? Hält hier hoch und zack, und dann ist man da. Hm. Okay. Vielleicht ist es wirklich nur eine Abkürzung. Oh, oh. Vielleicht fehlen wieder. Kommt mal her. Wir machen das so wie eben. Moment, so. So. Da. Und da. Was muss ich auf Polaris? Ach, weil ich das hab. Bam. Nein. Gut, ist das nicht. Polaris. Jetzt. Mutter Erde. Sollen das bekommen. Yay. So. Dann. Wieder auf den Klippen von Godowan. Dem, 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 dem. Ja, komm her. Komm mal her, du. 500 Erfahrungspunkte. Das die waren leicht verdient.
sind wir hier. Gut, gehen wir hier kurz noch diesen Wahrsager. Ich glaube, kann uns irgendwas bestimmt zeigen, wenn wir ihn Aaron Ball zeigen. Ja, 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 ja. Der schwarze Ball, bitte. Mhm. Seid ihr bereit? Ich beginne nun. Dance wieder. Hyperspeed. Ich sehe, ihr seid das Gegenstand, der vor mir liegt. Wart sich einen Weg, den ihr folgen solltet. Ihr müsst eine Waffe schmieden, um einen sterblichen Gegner zu bezwingen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Sucht mal den Einzelteilen. Ja. Das ist ein Hinweis auf eine Sache, die wir bald tun werden. Ja, aber dazu später erst mehr. Gut, zu den Klippen. Hier war auch irgendwo eine Stelle, wo man Frost benutzen konnte. Das werden wir uns auch nochmal ansehen. So. Wo war diese Stelle, wo ich hier Frost benutzen konnte? Ich glaube, weiter Richtung Anfang, nicht wahr? Halt hier, genau. Frost. So, und dann. Nein. Oh, okay, doch. Vielleicht sind Erfahrungspunkte. Hoffe ich. Oh, yes. Oh, das war die Macht der Stärke. Das ist mir gerade aufgefallen. Und das war wieder der Harry Kane-Schlitzer. Yes, das war ein gut verdienter. Leicht verdienter Erfahrungspunkte fallen. So, jetzt kann ich hier rüber. Und hier ist nichts. Okay, dann. Nicht hier runter, das bringt schon was. Ja. Ah. Heil, was? Heil. Schwamm. Okay. Da hätten wir köstlicher Pilz. Und hier nochmal. Seltener und verdächtiger Pilz. Okay. Lass mich. Es gibt keinen Rinnen, also so. In der Version. Ja, komm. Das überlebt. Ich pack es nicht. Das ist wenig Schaden. Das ist alles bestimmt abgewehrt. Das hat bestimmt abgewehrt. Manchmal sind sie noch gefunden. Nein, okay. Kommt dann wohl erst später. Dann kommen wir jetzt hier runter. Da waren wir ja, glaube ich, schon da unten. Am Ende der letzten Aufnahme. Seiltänzer. Hat nicht getroffen. Yay. No. Nichts weiter. Nein, das war fail. Ich hab schon. Machen wir kurz den Trigger. Okay. Hier irgendwas. Kann ich das gar nicht ausmachen. Regenschauer. Wenn ich es der Seite mache. Komm noch einmal ein Trigger und dann gehe ich aber. Hier ist nichts. Da ist gar nichts. Das könnte ich mal was machen. Ich glaube, der Part hat auch schon Überlänge. Kann das sein? Ich glaube, ja. Das ist der Hund. Der freut sich. Ein Füllerkeks. Und ich glaube, das war...
jetzt auch noch eine Abkürzung, was wir bauen können. Ja. Ja, ja, das ist eine Abkürzung. Ganz eindeutig. Gut, dann gehen wir jetzt. Ich habe jetzt echt nichts verpasst. Aber gut, gehen wir. Zu einer Stadt, wo wir schon so oft waren. Nämlich, na, wisst ihr schon? Wisst ihr schon? Wo gehen wir jetzt wohin, na? Na? Feuer. Falsch. Cool. Heilen wir uns einfach mal. Und. Wir gehen. Na. Ja. Passt. Matra. Ich weiß nicht, ob da eine Cutscene startet. Von daher beende ich hier den Part und auch die Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao und bis dahin.